Das hier ist das längste offizielle Skibidi die Toilet Video, was wir bis jetzt bekommen haben. Der zweite Part von Episode 57 ist da, wodurch die Gesamtlänge von Episode 57 fast 3 Minuten lang ist. Sonst sind die Parts ja meistens so um die 60 Sekunden rum, Freunde. Und hey, ich bin echt gespannt, was wir hier alles jetzt sehen werden. Also hier geben wir mal einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit ihr keine Videos verpasst, Freunde. Das wäre ja schade. Und wir schauen uns jetzt die komplette Episode 57 nochmal an. Da ist logischerweise Part 1 jetzt auch nochmal drin. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, damit wir alle Zusammenhänge jetzt nochmal sehen. Titan Speaker Man ist da. Voll infiziert ist er immer noch. Was hat er überhaupt für mächtige Kanonen? Aber Titan Cameraman ist da. Er geht in seinen kompletten Kampfmodus rein. Ey, und Speakerman hat keine Chance gegen den neuen, verbesserten Cameraman, Buzz. Nicht mal hier diese Schockwelle kann ihm was anhaben. So, G-Man ist hier. Selbst mit seinem 6-fach-Laser kann er Cameraman nicht stoppen. So, und jetzt haben wir hier unseren Giga-Chat, habt ihr mir gesagt, wird er genannt. Für uns war er immer unser Plömpeltyp, der einfach krass ist. Und er wird hier erledigt. Und hier geht es jetzt weiter. Das ist jetzt Part 2 quasi. Das ist alles neu. Macht der G-Man fertig? Nein. Und schnappt sich auch noch Speakerman? Bro, was? Wer? Was zur Hölle? Alter, what? Warte mal. Boah, ich dachte, Cameraman wird infiziert. Ich dachte, Cameraman... Oh, TV-Woman ist da. TV-Woman ist da. Und sie... Nein, schaffen die's? Oh, und... G-Man wird unter Beschuss genommen, aber... Er haut ab. Er haut ab und... Haben wir Speakerman zurück? Und sie teleportiert sich mit ihm weg? Wir haben Speakerman zurück. Speakerman ist nicht mehr infiziert. Leute, let's go. Speakerman ist wieder da. Wieder auf unserer Seite. Yo. Aber wo fliegt der hin? Yo, Freunde, was war das? Das war die krankeste Episode bis jetzt. Was zur Hölle? Das müssen wir analysieren. Das hier ist die Szene, ab wo Episode 57 Part 2 startet. Wir sehen Cameraman versus G-Man. G-Man hat einen 6-fach-Laser, glaube ich, aktuell, ne? Oder, nee, 4-fach-Laser. Warte, hat er hier nicht eben noch 6 Laser, als er hier zum ersten Mal angreift? Moment mal. Das ist Part 1. Hier kommt er rein. Ja. Er hat einen 6-fach-Laser, aber kriegt hier ordentlich einen aufs Maul. Und vielleicht hat er da 2 verloren. Kann ja sein. Weil wenn wir jetzt gleich hier in die nächste Szene gehen, sind es definitiv nur noch 4. Seht ihr, die hier in der Mitte sind weg. Okay, so viel dazu. Und jetzt kriegt er hier diesen Strahl, also Cameraman hat seinen Chor geöffnet oder so und haut ihm hier so einen Energiestrahl rein. Und jetzt, Bro, jetzt gibt's hier so mächtig einen auf den Deckel. Pop, voll mit dem Hammer auf G-Man drauf. Das reicht zwar nicht, um ihn zu erledigen, aber hat ihn ordentlich mitgenommen. So, der Hammer ist jetzt weg. Jetzt geht er wieder in den Angriff versus Speakerman. Und schmeißt ihn hier einfach rum. Das juckt ihn nicht. Wie stark ist diese neue, verbesserte Version von Cameraman? Wir müssen unbedingt mal wieder ein Power-Level-Video machen. Weil das, was hier mittlerweile ansteht, der macht Speakerman plus G-Man platt. Einfach so. Und wird hier noch von dem Kollegen angegriffen. Eine neue Skibidi-Spinnentoilette. Hier unten sieht man die Beine. 4 Roboterarme. Und ihm werden hier einfach 4 Katanas reingehauen. Und man denkt so, oh shit. Er hat Cameraman erledigt. Aber nein. Juckt ihn 0,00. Er zieht ihm hier die Maske runter. Und patz. Zerfetzt ihn einfach.
zerdrückt ihm einfach seinen Kopf. Jetzt kommt hier noch eine Toilette reingeflogen, die sich so dachte, ich nutze meine Chance, ich infiziere den Typen jetzt. Aber ist nicht. Die Toilette wird auch einfach platt gemacht und jetzt hat er hier diese vier Messer drin stecken und macht einfach weiter. Was ist mit dieser neuen Cameraman-Version los? Freunde, ich mache die Tage auf jeden Fall nochmal ein Power-Level-Video. Das kann nicht sein. Was... What the hell? Wie stark ist der? Jedenfalls geht's hier jetzt weiter. Speakerman eröffnet das Feuer. Aber TV-Woman taucht auf. Und wird jetzt hier diese Toilette los. Und G-Man taucht wieder auf. Der sieht auch zum... Müssen wir auch drüber sprechen. Zum ersten Mal sieht G-Man ein bisschen mitgenommen aus. Ja? Der ist sonst immer, egal wie krass was ist, er kommt rein, haut den Leuten... aufs Maul, fliegt wieder weg. Und hier ist er jetzt zum ersten Mal. Guck mal, er weiß gar nicht, was er tun soll. Jetzt wird er hier noch unter Feuer genommen. Jetzt sieht er das da und er denkt sich, damn, Bro, sieht nicht gut aus. Und G-Man ergreift die Flucht. Sowas haben wir auch noch nicht gesehen. Er haut einfach ab. Zum ersten Mal. Und hier haben wir es geschafft, die Infektion von Speakerman zu lösen und die TV-Woman teleportiert sich weg, zusammen mit unserem Giga-Chat, unserem Plömpelmann, unserem Helden. Können wir den noch retten? Vielleicht sehen wir das in Episode 58. Aber, ja, den armen Kerl lassen wir einfach hier liegen. Und hier nehmen wir jetzt die Toilette runter, diese Infektionstoilette, die da keine Ahnung, wie lange dran war. Die wird platt gemacht, die wird zertreten. Und Speakerman ist wieder Teil der Crew. Titan Speakerman ist zurück auf unserer Seite und ich glaube, er steht hier auf und ich glaube, er hinterfragt hier so ein bisschen, was überhaupt passiert ist, was er getan hat, was er alles seinen Freunden, seinem eigenen Team angetan hat. Und deswegen fliegt er auch, glaube ich, erstmal los, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber unser Cameraman, ey, Titan Cameraman hat anders aufgeräumt. Heftig. Ich frage mich, ob der noch eine Entwicklungsstufe hat irgendwann in den nächsten Folgen. Wie viel stärker will der noch werden? Was wollen die Toiletten jetzt machen? Ja? Zum ersten Mal musste G-Man die Flucht ergreifen, plus Speakerman ist wieder auf unserer Seite. Titan Speakerman war die ganze Zeit der Trumpf, von denen hat G-Man in den Kämpfen unterstützt. Was wollen die jetzt machen? Wir haben Titan Speakerman zurück, den neuen krassen Titan Cameraman und Cinema fliegt ja auch noch irgendwo rum, also Titan TV-Man. Der hat, glaube ich, in Folge 56 oder 55 hat er ziemlich kassiert. Der wird wahrscheinlich irgendwo repariert. Aber alle drei Titanen sind wieder vereint gegen die Toiletten. Was wollen die Toiletten schon machen? Und ich glaube, weil es bei dieser Folge einfach angebracht ist, ziehen wir uns Part 2 von Folge 57 mal mit Health Bar rein. Wie die hier alle mächtig einen eingeschenkt bekommen im Laufe der Folge. Health Bars sind von Epic Bob TV. Könnt ihr gerne mal auschecken. Und als erstes kriegt der Plunger-Man Giga-Chat hier, oh, direkt auf Null. Ja, aber ist klar, der ist Game Over, der Bruder. So, jetzt kriegt hier erstmal, boom, G-Man. G-Man auf Null? Aber G-Man kommt doch, na gut, er haut ja gleich ab, muss man schon dazu sagen. Er macht ja nichts mehr. So, zack. Guck mal, wie wenig Schaden das Titan Cameraman gemacht hat. Den Bruder juckt das gar nicht. Hier, zack. Pa. Null. Leben auf Null. Game over. Schicht im Schacht. So. Da haut nochmal Speakerman den Angriff raus. Das bringt ihm aber auch nichts mehr. So. Titan Speakerman wird auch ordentlich mitgenommen. Es ist G-Man nochmal kurz hier, aber... Ja, G-Man ist auf Null. G-Man ist Game Over. Raus aus der Episode. Also er ist nicht gekillt, aber offensichtlich so mitgenommen, dass er sich entscheidet, lieber zu gehen. So, der Kollege wird wegteleportiert. Der ist sowieso Game Over. Jo. Also es ist wirklich die krasseste Folge, die wir bis jetzt gesehen haben, Freunde. Titan Speakerman. Die Farbe von seinem Energiekern verändert sich auch, wenn er wieder gut ist. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn er böse ist, ist der Kern so gelb. Hier, ihr seht es genau, hier ist er so gelb. Und wenn er wieder auf unserer Seite ist, ist der Kern wieder rot. Und dann ist er wieder auf der Seite der Cameraman, Speakerman und TV-Man. Let's go. Wie wenig Schaden Cameraman, Titan Cameraman einfach bekommen hat.
Einfach ein Monster. Was wir jetzt nochmal tun sollten, ist uns Episode 57 rückwärts ansehen, ob da noch irgendwas drinne versteckt ist an Rückwärtsnachrichten. Ich meine, es ist nur TV Woman dabei. Und eigentlich haben wir nur die TV-Charaktere Rückwärtsbotschaften, aber wir schauen mal. Kann ja auch sein, dass man was überhört hat. So, zack. Die Toilette ist wieder am Start. Und jetzt ist doch TV Woman, jetzt kommt sie. Warte. Da. Sie hat dann ihr Gesicht auf dem Bildschirm. Da ist G-Man, der sich denkt, holy shit, ich hau besser ab. Der hat gar keinen Bock auf den Stress hier. Und hier wilde Sounds, aber scheinbar keine Rückwärtsbotschaft. Okay, scheinbar keine Rückwärtsbotschaft. Schade eigentlich. Wäre geil gewesen, wenn wir hier jetzt noch irgendwas Cooles drin gehabt hätten. Aber warte mal. Jetzt können wir hier nochmal sehen, wie die Messer quasi wieder rausgezogen werden. Ist einfach nur so krass, wie Cameraman die Toilette einfach fertig macht, ne? Na, zack. Easy. Und ein neuer Trend in der Skibidi-Toilet-Szene sind jetzt diese Brawl-Star-mäßigen Rank-Ups von den Charakteren. In Brawl-Stars können wir unsere Charaktere, ne? Die kriegen unterschiedliche Ränge. Und wer auch definitiv unterschiedliche Ränge und Level hat, ist Titan Cameraman. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie sich sein hypothetischer Rang verändert hat. Das finde ich nämlich ultra interessant, weil Cameraman so kranke Power-Level-Sprünge gemacht hat. Und wir haben jetzt hier Episode 32 bis Paar 50, glaube ich, wo Titan Cameraman auch wieder mit dabei ist. Er war ja ganz am Anfang da, dann lange nicht. Und dann kehrt er ja wieder zurück. So, hier erstmal Speakerman räumt noch auf. Da ist die Toilette. Also diese maskierte Toilette. Rang 22. Und, Titan Speakerman kommt hier rein. Das war noch bevor er infiziert war. Mit Rang 6974, Bruder. Wahrscheinlich, oder? Er ist einfach komplett overpowered. Hier haben wir diese Mafia-Toilette mit Rang 25. Aber die hat doch eigentlich safe höheren Rang, oder? Guck mal, die Billos da sind schon Rang 20. Hier noch ein Rang höher, kommt hier rein. Macht einfach alle platt, wie unfair das eigentlich ist, ne? Patz! Er kriegt noch eine Ohrfeige. Auf easy. Let's go. Okay. Rang 20, Rang 15. Auch nur Rang 25. Safe eigentlich höher. Safe hat er eigentlich höheren Rang. Ja, Speakerman kommt rein. Boots. Easy peasy. Macht er ihn platt. Und da ist die Infektion. Da passiert's, Freunde. Da passiert's. Speakerman. Eine Toilette macht er noch weg, aber die zweite. Die zweite kontrolliert ihn. Und seitdem hat er nicht mehr zu uns gehört. Seitdem war auch Speakerman unser Feind. Puh. Was haben wir jetzt? Rang 10, Rang 15. Fliegende Speaker mit Rang 20. Was? G-Man Rang 35? Wieso hat G-Man Rang 35? So viel zu niedrig, hä? Guck mal, sogar die Toilette hat Rang 25. Ja, macht doch gar keinen Sinn, oder? Oder sehe ich das falsch? Also die Ränge haben da gerade aber nicht gepasst. Oder G-Man? G-Man war zu dem Zeitpunkt doch höher als Rang 35, oder? Würde ich jetzt jedenfalls mal behaupten. Alles andere... Oh, da ist er. Hä, wieso Rang 35? Er ist mindestens so stark wie Speakerman. Vielleicht ist er sogar stärker als Speakerman. Also, müsste er eigentlich sein. Sagen wir es mal so. Ey, das macht ja gar keinen Sinn. Mal sehen, ob Speakerman gleich nochmal einen Rank-Up kriegt. Weil das ist so ja komplett unlogisch.
Hier die Kanone mit Rang 22. Rang 10 für den kleinen Cameraman und Feuer. Aber G-Man Rang 35. Bro, was? Wieso 35? Macht keinen Sinn, Bruder. Was geht denn da ab? So, die werden hier rumgeschmissen. Und da ist er, TV-Man. Auch Rang 6974. Guck mal, sogar das Ding ist Rang 30. Wie kann G-Man dann nur Rang 35 sein? Macht doch gar keinen Sinn. Wo ist die Logik? Oh, jetzt wird er hier nochmal angegriffen von Rang 30 und Rang 22 Toiletten. Das juckt den Bruder aber gar nicht. Warte, kriegt er hier jetzt Rank Up auch wenigstens? Na, wahrscheinlich in der nächsten Episode dann. Aber eigentlich hat er jetzt ein paar Ränge aufsteigen müssen mit dem Zusatzequipment. Das macht ja sonst gar keinen Sinn. Und beide Rang 6974. Und jetzt geht's erstmal los hier. Geht's rein in die Schlacht, Freunde. Let's go. TV-Man ist sauer. So, was haben wir hier? Rang 10. Der Agent im Fenster hat gar keinen Rang. Schade. Und er wird hier wegrasiert von TV-Man. Let's go. Aber sehen wir gleich nochmal den Rank-Up von Cameraman? Dafür bin ich ja eigentlich aufs Video gegangen. Ich meine, das hier ist ja... Ey, G-Man, immer noch Rang 35. Das hier ist ja die Folge, wo TV-Man auch zum ersten Mal wirklich hier aufräumt. Und fast G-Man erledigt hätte. Alle anderen Toiletten hat er schon mal hops genommen. Und jetzt geht's hier nochmal G-Man an den Kragen. Aber Titan Speakerman ist da. Haut ihm das Messer rein. Und da... Oh, warte mal! Das ist die Toilette mit den vier Schwertern, die wir jetzt in 57 gesehen haben. Die war hier schon. Lol, das hier ist Folge, keine Ahnung, was ist das hier? 42 oder sowas? Oder 45? Krass. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber dann hatten wir die Toilette tatsächlich hier schon am Start. Aber warte mal, ab wo ist denn Cameraman wieder da? Der wird doch irgendwann repariert, ne? Warte mal, welche Folge ist das hier? Warte, das ist doch jetzt hier... Ach, da sind wir doch schon hier, Folge 55 oder was das ist? Warte mal, welchen Rang hat Cameraman dann? Der ist doch gleich hier am Start, oder nicht? Wir haben jetzt hier Folge 55, dann 56, dann kommt gleich 57. Rang 30 hier von dem einen TV-Man. Rang 10, Rang 10. Auf easy. Alter. Und da ist er, Rang 6974. Speakerman. Jetzt bin ich aber gespannt. Welchen Rang hat gleich Cameraman? Wenn hier der nicht gleich mit höherem Rang angezeigt wird als Speakerman, bin ich echt sauer. Er muss so einen brutal hohen Rang haben. Alles andere macht ja gar keinen Sinn sonst. Rang 10, Rang 10. Die sind ja am Fighten. Beziehungsweise, er tritt da unten noch einen großen Speakerman platt. Macht die Kanone kaputt. Und da ist er. Warum ist er auch 6974? Er müsste doch viel höher sein. Locker 8000, 9000. Ey, diese Brawl Star-Ränge machen ja gar keinen Sinn. Guck mal, wie er ihn fertig macht. Warte, wenn G-Man jetzt gleich kommt und immer noch Rang 35 ist. Halt's Maul. Wieso ist er Rang 35? Das macht doch gar keinen Sinn. Hä? Okay, Freunde, an der Stelle würde ich sagen, das war's für dieses Video. Ich bin gespannt auf die nächsten Episoden, wie es in Episode 58 weitergeht. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo, dann wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.